Mit dem Slogan Gleiches Recht für alle Menschen auch in Märkisch-Oderland und stoppt die Polizeibrutalität demonstrierte eine kleine Gruppe von Asylbewerbern vor der Ausländerbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland in Diedersdorf bei Seelow. Ein Polizeieinsatz in dieser Behörde Anfang November, bei dem die Beamten gegen einen 28-jährigen Kameruner vorgehen mussten, rückte die Ausländerbehörde wiederholt in den Fokus der Öffentlichkeit. Aufgerufen zu dieser Demonstration hatte eine Gruppe von Asylsuchenden mit Unterstützung von linksgerichteten Willkommensverbänden aus der Region und dem Land Brandenburg. Sie setzen sich dafür ein, das ist eine kleine Truppe, die dort kämpft, die macht mit Steuergeldern bezahlt, vom Staat gepampert und gefördert, so eine Einrichtung. Heute muss man wissen, ist Seelow komplett zuplakatiert worden und dahingehend soll hier Druck ausgeübt werden auf den Landrat und die Abgeordneten. Es geht hier um die Gesundheitskarte, das ist quasi das Wichtigste, was die Linken und die Grünen jetzt hier einführen wollen, dass jeder sogenannte Flüchtling eine Gesundheitskarte bekommt. Während 17 von 18 Landkreisen die Gesundheitskarte und Geldzuwendungen per Überweisung an Asylsuchende eingeführt haben, hält Märkisch-Oderland als einziger Landkreis weiter an seiner Asylpolitik fest, in der die Asylbewerber stark an ihre Residenzpflicht gebunden sind. Es verhält sich so, dass wir in ganz im ganzen Bundesgebiet von Landkreisen beneidet werden, dass wir diese Gesundheitskarte nicht en gros einfach an alle geben. Ja, wir haben eine Residenzpflicht und dahingehend gibt es Mittel und Wege, auch die abzuschieben sind, die kein Bleiberecht bekommen, dass man denen habhaft werden kann, weil man weiß, wo sie wohnen und wo sie verkehren. Derzeit leben ca. 1300 Asylbewerber in Märkisch-Oderland, von denen etwa 230 in einer Gemeinschaftsunterkunft gemeldet sind, sich dort aber nicht aufhalten. Will der Asylsuchende, dessen Verfahren noch läuft, Geldleistungen erhalten, muss er beim Amt vorstellig werden. Doch damit sind die Demonstrierenden nicht einverstanden. Die Grünen werden im Kreistag sicherlich nochmal dazu, oder die Linken vielleicht auch, vermute ich mal, dazu etwas bringen. Es wird nochmal diskutiert werden. Der Druck auf den Landrat soll einfach erhöht werden. Eigentlich muss niemand aufgrund dieses kleinen Spektakels, was da stattfindet, die tanzen, die machen, die freuen sich. Aber das ist nicht wirklich ernsthafter Druck, den man ernst nehmen muss. Wenn es nicht von anderen hochgejubelt wird und zu einer Szenerie ausgehalten wird, muss man das nicht ernst nehmen. Der Landtagsabgeordnete Lars Günther und Kreistagsabgeordnete Falk Jahnke von der AfD versuchten, mit den Demonstranten ins Gespräch zu kommen, doch deren Reaktion scheint mehr als fraglich. Als Versammlungsleiter schließe ich Sie von der Versammlung aus. Bitte entfernen Sie sich. Sie sollen sich entfernen. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Ja, dass Sie mit uns nicht reden wollen, das ist ideologisch bei denen begründet. Die wollen ja gar keine Argumente austauschen. Die wollen uns nicht mal mit dem Kreistagsabgeordneten, dass wir uns doch ein Bild vor Ort machen. Müssen wir nochmal fragen, was hier eigentlich Beweggründe sind und was Sinn und Vorteil einer Gesundheitskarte ist oder des jetzigen Verfahrens, das sich auch bewährt hat über den Amtsarzt. Im Notfall muss man wissen, kommt immer der Arzt, egal ob es ein Flüchtling ist oder ein hier eingetragener Bürger. Also es spielt überhaupt gar keine Rolle. Deswegen ist das, glaube ich, alles ideologisch und dass die mit uns nicht reden wollen, das liegt an denen ihrer Ideologie. Argumente austauschen wollten die Veranstalter und Asylbewerber offenbar nicht, dafür jedoch Forderungen stellen. Der Bannerspruch Gleiches Recht für alle Menschen galt bei dieser Demonstration offenbar nur für die Demonstranten selbst. Ein Platzverweis seitens der Veranstalter gegen demokratisch gewählte Volksvertreter zeigt, wie eben dieses gleiche Recht für alle Menschen von den Asylsuchenden in Diedersdorf bei Seelow ausgelegt wird. Der Landkreis Märkisch-Oderland hingegen möchte an einer residenzpflichtigen Bargeldauszahlung an sogenannte Geflüchtete festhalten. Doch ob die neue schwarz-rot-grüne Landesregierung in Potsdam diese Praxis weiterhin billigen wird, bleibt abzuwarten.